Willkommen zurück, Leute, bei Final Fantasy 7. Wie viel haben wir noch? Na gut. Wir sind mit Aeris unterwegs, die einen saublöden Namen hat. Stimmt, kannst du eigentlich Materia? Nee. Hier, du sollst heilen können, klar. Ah, und ja, warte mal. Wenn ich einen davon umtausche, kann ich, glaube ich, alle angreifen oder sowas. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kann natürlich auch sein, dass ich gerade völligen Unsinn erzähle. Ja, geht schon. Genau, cool. Aber das brauchen wir, denke ich, mal nicht bei denen. Pow! Was stiehlst du uns denn? Hör gefälligst auf damit! Ach nö. Schneller jetzt. Du musst treffen, damit er stirbt. Mein Gott, ey. Ich will nicht, dass er mir meine Spinnenweben wegnimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was die machen oder wofür die da waren. Aber schenken wir die ihm auch nicht. Ach so, hier war die Church. Dann bin ich wohl in die falsche Richtung abgehauen. Oh. Kommt davon, wenn man speichert, das Spiel macht und nicht mehr weiß, wo man war. Nein. Hier sieht irgendwie alles gleich aus. Oh, Menschen. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Hi. Der Typ in dem Rohr ist sonderbar. Egal, was man ihn fragt, er antwortet nur mit U oder A. Hast du von der Al Market gehört? Nein. Das ist der Markt in den Slums von Sektor 6. Da kriegst du alles, was du dir nur denken kannst. Allerdings nur, wenn du es schaffst, hinzukommen. Die Straße ist so eine Sache für sich. Was? Ich dachte, in dem Rohr ist ein Typ. Oh. Willst du mich nicht begleiten? Der Mann ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und wurde von jemandem hergeschafft. Dann sollte ihn wohl jemand versorgen. Wow, das ist ein Fernseher. Oh. Ich würde dir gern helfen, mein Friend. Das ist er. Willst du ihm nicht helfen? Ja. Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, wohl nicht. Oh, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. Ha. Der spielt bestimmt noch eine wichtigere Rolle. Hi. Hoppla, denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer futtern kannst. Hat dir deine Mutter denn keine Manieren beigebracht? Doch, ich wollte eigentlich mit dir sprechen. Egal, ob es Schrott ist oder Materia, hier in den Slums kannst du alles kriegen. Wir haben jede Menge Materia. Schau dich in Ruhe um. Okay. Danke, ciao. Lady? Oder sind Sie überhaupt eine Lady? Was ich tue? Ich laufe herum und gucke auf den Boden. Man kann viele Sachen finden, die Leute verloren haben, wenn man nach unten guckt. Die findest du nicht, wenn du nach oben schaust, stimmt's? Gibt es das hier versteckte Items wie bei Pokémon? Lady? Richtig, wir handeln hier nur gegen Geld. Ich habe gar nicht so viel Geld. Nein, ich kaufe nichts. Geld ist wichtiger. Tschüss. Hallo? Ach, alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten oder wie sie heißen, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also, wem glaube ich? Mir.
Mich selber lüge ich nicht an, das steht fest. Du bist ja ein crazy Typ. Warum, was sagen die denn? Es folgen die Nachrichten. Durch den Terroranschlag einer Gruppe mit Namen Avalanche sind Teile von Midgard zeitweise ohne Stromversorgung. Dies wird jedoch schnellstmöglich behoben. Dem Beispiel von Präsident Shinra folgend hat sich auch Bürgermeister Domino in aller Entscheidenheit gegen Avalanche ausgesprochen. Okay, sollen sie doch machen, was sie wollen. Kind, bist du krank? Jetzt findet es keiner mehr. Ja, obere und untere Lade. Ich hab dem Kind einfach sein Erspartes geklaut. Geklaut. Sorry. Oh Mann. Ein Hund! Willst du mein Kumpel werden? Willst du in mein Team? Wuff, wuff. Ich komm gleich. Was willst du mir hier zeigen, hä? Huh? Ein Speicherplatz, den merke ich mir mal, da komme ich gleich hin. Aber ich möchte erst in diesem Wohnwagen. Guten Tag, Kleiner. Willst du nicht mit mir reden? Kleiner! Scheinbar nicht. Na gut. Ich hing fest. In den Slums musst du dich aufpassen. Waffen klingt gut. Granada! Das macht von jedem die Verteidigung höher. Aber aktuell habe ich nur zwei Leute dabei. What? Gib mir erstmal nur zwei. Nein, brauche ich nicht. Ich muss rausfinden, erstmal, ob ich mich umziehen kann. Ausrüsten. Aber ist die Materie jetzt noch drin? Ach so. Cool. Lady. Nee, du musst nicht nochmal Genesung können. Wo war nochmal der Materie? Typi. Hier war der Tote. Dann verkaufst du Materia, oder? Habe ich recht? Ja, ich weiß. Gib nochmal. Zeig nochmal. Will ich, dass sie noch mehr Materia lernen? Kann ich eigentlich was verkaufen? Verkaufen. Warum habe ich hier die Bronzereifen? Die brauche ich nicht mehr. Okay. Hä? Ach, lass mich, du nervst. Schau dich in Ruhe um. Wie wär's mit... Nein. So. Hä, aber ihr habt doch jetzt den Titanreif an. Und du hast auch den Titanreif an, oder? Verrückt. Ich verstehe das nicht. Hier, Hitze und Gewitter. Vielleicht kannst du dann mal ein bisschen Schaden machen, du Lady. Dann speichern wir doch mal. Oh, wir speichern nicht. Wir gehen gleich in dieses Haus. Ich bin zurück, Mama. Ach so. Das ist Cloud, mein Leibwächter. Leibwächter? Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt?
Ich bin in Ordnung. War Cloud bei mir? Was? Danke, Cloud. Gern geschehen, Lady. Und was machst du jetzt? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Ja. Oh, wie schön. Na, das ist, nett. Also Sektor 7. Ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl. Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen lassen? Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Du bist doch ein Mädchen, oder nicht? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bringe Cloud zu Sektor 7. Ich bin gleich wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf. Ich habe nur einmal aber gesagt und dann gebe ich gleich auf. Was bist du denn für eine Mutter? Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr auf. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht erst morgen? Oh ja, du hast recht. Aeris, bitte geh und mache das Bett. Ihr lasst mich bei euch pennen? Verrückt. Kann ich auch was essen? Haben Sie Essen? Können Sie was zu erkennen? Deine Augen glänzen so. Du bist Soldier, oder? Ja, zumindest war ich das mal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Aeris etwas zu sagen? Soldier, Aeris packt es nicht, wenn ihr nochmal jemand wehtut. Nein, ich werde ganz sicher nicht gehen, ohne ihr was zu sagen. Das ist gar nicht nett. Um nach Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6. Es ist gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Cloud? Gute Nacht. Oh Mann. Hallo, ich will den Sarg. Du wirkst recht müde. Wirkst. Blah. Ich hab lang nicht mehr mit... Was? Ich habe lange nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja. Seit damals. Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Ich muss eingeschlafen sein. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich müsste es alleine schaffen. Stopp jetzt. Du nimmst erst den Trank mit. Und die Phönixfeder. Cloud! Hab gedacht, die Turks kommen. Schlaf mal ein bisschen. Diesmal fängt mich niemand. Cloud! Schlaf ein bisschen. Kann man die ganze Sache auch verkacken? Muss ich rennen? Ich kann nicht schleichen. Was muss ich tun, oh mein Gott? Diesmal fängt mich niemand.
So. Wir sind ein Arsch und verpissen uns einfach nachts. Das ist nicht okay. Was ist eigentlich hier noch? Wow, irgendwas zum Einsammeln. Äther. Und noch irgendwas zum Einsammeln. Materia Schutz. Was macht die denn? Auf nächste Ebene 2000. Ich habe das mit den Materias irgendwie noch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Wie auch immer, ich beende den Part hier. Ich speichere nochmal, dass ich das Zeug jetzt gefunden habe. Denn es wäre gut, wenn ich das behalten würde. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!